Servus zusammen und willkommen zu einem neuen Video von Pauls Technikwelt. In diesem Video will ich mit euch das heiß diskutierte Thema VRR und PlayStation 5 durchgehen. VRR steht für, ich muss selber mal wieder mal gucken, Variable Refresh Rate. Heißt, dass am Ende die VPS vom Fernseher mit den VPS der PlayStation 5 synchron sind. Was das alles bedeutet und was für Vorteile das euch bietet, das zeige ich euch in diesem Video. VRR und die PlayStation 5, was bedeutet das denn nun? Also VRR steht erstmal dafür, um es ganz einfach zu machen, dass die Bildwiederholfrequenz vom Fernseher synchron ist mit der PlayStation 5. Das ist das Grundprinzip dahinter. Also ihr müsst euch vorstellen, die Konsole, je nach Grafikleistung, gibt unterschiedlich viele Bilder pro Sekunde raus und euer Fernseher kann je nach Qualität, Einstellung unterschiedlich viele Bilder pro Sekunde darstellen. Also bei der Grafikkarte spricht man in der Regel von FPS, Frames per Second, und beim Fernseher spricht man in der Regel von Herzzahlen. Ja? Wenn sich bei mir hier irgendwo der Fehlerteufel eingeschlichen haben sollte, gerne immer unten in die Kommentare schreiben, aber soweit ich das verstanden habe, ist das erstmal so. So, jetzt ist es so, dass die PlayStation 5 VRR erst seit April 2022 unterstützt, also noch gar nicht so lange. Das ist noch ein recht neues Feature, was wurde von Anfang an beworben, aber tatsächlich erst jetzt vor kurzem kam das Ganze raus. Ziel ist es, eine möglichst flüssige Bewegung darzustellen. Genau, also VRR, ihr kennt, habt vielleicht auch schon mal vom Zocken FreeSync von AMD gehört oder auch G-Sync von Nvidia. Letzten Endes ist VRR, läuft auf Basis von FreeSync von AMD, weil das ist lizenzfrei, und bei G-Sync muss man wohl irgendwie die Herstellerlizenz oder die Betreiber müssten, oder Sony müsste eine Lizenz an Nvidia zahlen, machen sie nicht, deswegen nehmen sie das Lizenzfreie von AMD. Also VRR ist eigentlich ist FreeSync, was dahinter steckt. Das nur am Rande. So. Vielleicht habt ihr auch schon mal von V-Sync gehört. Also ich kenne das noch von früher, von zum Beispiel Counter-Strike oder so im Spiel, konnte man mal V-Sync einstellen. Das hat schon mal einen großen Unterschied gebracht. Das war quasi der Vorläufer von VRR. Der konnte damals schon die Grafikkarte sich an die Framerate oder an die Herzzahl des Monitors anpassen. Wenn der nur 60 Hertz ausgegeben konnte, hat die Grafikkarte auch maximal 60 Hertz gezeigt. Aber was damals noch nicht ging, wenn die Grafikkarte, wenn jetzt irgendwie eine Explosion oder irgendwas, eine intensive Rechenleistung gebraucht wird, dann geht ja die Framerate runter. Dann hat der Monitor aber trotzdem noch 60 Bilder pro Sekunde anzeigen wollen, obwohl vielleicht die Grafikkarte ja nur 50 anzeigen konnte pro Sekunde. Ja, damit hatte man schon so einen gewissen Lag. Gut. Vielleicht kurz noch zur Einheit. Was heißt 60 FPS? Also 60 Bilder pro Sekunde heißt, eine Sekunde durch 60 heißt, alle 16 Millisekunden gibt es ein neues Bild. Das einfach nur mal zum Verständnis. So, jetzt kommen wir zurück zur PlayStation 5. Jetzt habt ihr ein cooles Spiel am Laufen, keine Ahnung, Horizon Forbidden West zum Beispiel. Ihr habt 60 FPS Modus eingestellt oder auch einen anderen, und jetzt kommt halt irgendeine eine intensive Rechenleistung von dem Game und die PlayStation 5 schafft es nicht mehr, die 60 FPS anzuzeigen. Was passiert? Es geht runter auf 50 FPS. Ein Standardfernseher, der kein VRR unterstützt, wird jetzt trotzdem weiterhin 60 Bilder pro Sekunde anzeigen wollen. Das macht er auch. Aber jetzt fehlt ja, jetzt sagen wir mal, jetzt nach 16 Millisekunden fehlt das Bild, weil das einfach die PlayStation 5 noch nicht darstellen konnte. Was passiert? Der Fernseher verwendet dasselbe Bild nochmal oder er tut nur die Hälfte davon anzeigen, je nachdem, was von der Grafikkarte ankommt. Das heißt, das Ganze wird unsynchron und ruckelig. Ja, wenn jetzt natürlich die FPS runter geht, dann wird natürlich das Game insgesamt etwas ruckeliger. Wenn aber dann das eine Bild zum Beispiel zweimal oder dreimal angezeigt wird, dann aber das andere wieder schneller, weil dann auf einmal die FPS wieder hochkommen, dann ist das Ganze so stückchenhaft und das ganze Bild, das Game wirkt noch ruckeliger, als es eh schon ist. Ja? Und das, genau das verändert VRR, dass eben, wenn jetzt nur 50 FPS von der Grafikkarte angezeigt werden können, der TV auch genau diese 50 Bilder dann ausgibt. Ja? Damit wirkt das Bild wesentlich flüssiger.
muss man, oder ich mache euch in die Videobeschreibung, schaut gerne unten rein, von Nvidia und von AMD mache ich euch nochmal zwei Links rein, die erklären das nochmal wunderbar. Da seht ihr auch vor allen Dingen mal diese Grafikunterschiede. Ich kann das gerne auch gleich hier nochmal probieren. Ich weiß nicht, ob das mit der Kamera so rüberkommt, aber das ist eigentlich erstmal der Grundunterschied. Das heißt, diese sprunghafte Darstellung verstärkt noch das Ruckeln. Na, man spricht auch hier, das habe ich mir aufgeschrieben, von unkonstanten Frame Passing. Wenn dann das Bild unvollständig ist, habt ihr bestimmt auch schon mal von dem sogenannten Tearing gehört. Das ist eben das, wenn mitten in der Hälfte des Bildes dann wie so ein Strich ist, weil das halt zwei unterschiedliche Bilder sind. Und all das passiert mit VRR nicht mehr. Das ganze Bild wirkt einfach flüssiger. Ja? Das ist es im Grunde genommen. Genau, also VRR sorgt dafür, dass die Intervalle eben synchron sind. Ne? Wenn ihr hier, euch steht euch hier oben so eine Strichliste vor, da kommt immer Bilder, dann sind die mal ein bisschen kürzer, mal ein bisschen größer die Abstände und dann vom Fernseher sind die Abstände genau gleich. Und damit ist das Bild synchron und wirkt einfach natürlicher und flüssiger. So, ich hoffe, damit habe ich jetzt erstmal euch erklären können, wie VRR funktioniert. Ich das weiß, es ist total technisch und irgendwie klingt es auch nicht immer logisch, aber wenn man sich wirklich ein bisschen damit auseinandersetzt, dann macht das Ganze schon Sinn. So, jetzt habe ich euch erstmal versucht zu erklären, wie VRR funktioniert. Also Bildwiederholungsrate des Fernsehers synchron mit der PlayStation, um ein natürlicheres, flüssigeres Bild darzustellen. Das kann wirklich einen großen Unterschied machen. Gut, wie funktioniert das oder was braucht ihr denn dafür? Also ihr braucht auf jeden Fall schon mal eine PlayStation 5 oder die neueste Xbox. Ja, nur mit den neuen Konsolen geht das. Oder ihr habt einen Gaming-PC, einen modernen. Das ist eine, aber das andere ist natürlich auch der Fernseher. Ihr müsst zwingend einen Fernseher euch raussuchen, der erstmal HDMI 2.1 hat und aber auch VRR unterstützt. Auch da gibt es teilweise Ausnahmen, dass Fernseher, die kein HDMI 2.1 haben, trotzdem VRR unterstützen und andersrum. Aber jetzt nach und nach, der Standard, das kommt jetzt immer mehr. Normalerweise sollten alle modernen Fernseher, die HDMI 2.1 haben, auch VRR unterstützen. Aber guckt da gerne vorher mal im Internet nach. Ich selber habe hier einen Sony XH90, ist ein Baujahr 2020, jetzt auch schon wieder zwei Jahre fast alt. Das war die erste Generation von Sony, die VRR unterstützen. Aber auch da kam erst dieses Jahr das Update raus dafür. Und ihr braucht natürlich auch ein Kabel, was HDMI 2.1 kompatibel ist. Ja? Also Konsole, Kabel, Fernseher. Und jetzt kommt bei mir aber noch eine vierte Komponente hinzu und das ist mein AV-Receiver. Weil wenn ich schon eine PlayStation 5 habe, einen geilen Fernseher, will ich auch eine geile Anlage dazu haben. Also geilen Surround-Sound, einen 5.1 Sound. So, dafür habe ich dann noch einen AV-Receiver. Heißt, alle HDMI-Kabel gehen in den AV-Receiver, nur noch ein Kabel geht zum Fernseher. Das ist die Theorie. Die Praxis ist, mein AV-Receiver, der auch vom 2020 ist, unterstützt bis heute kein VRR, obwohl Yamaha das Update schon lange angekündigt hat. Auch da sind einfach die Hersteller immer noch irgendwie, dieser Standard ist einfach noch nicht Standard, da macht jeder so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Das wird noch kommen, das Update, aktuell aber ist es einfach noch nicht da. Ich habe auch Yamaha Support angeschrieben, die können mir auch noch nicht sagen, wann VRR kommt. Jetzt dachte ich schon, ach Gott, große Katastrophe, was heißt das denn für mich jetzt am Ende? Heißt eigentlich nur, ich muss jetzt noch ein zweites HDMI-Kabel hoch vom Yamaha-Receiver an den Fernseher legen. Ja? Und dann gehe ich einfach in den Sony, in die Einstellung oder in die Input und wähle HDMI 4 aus. Und dann ist der Sony aber so schlau und der Yamaha-Receiver, das funktioniert dann, dass automatisch auch der Ton umgestellt wird und auch über den Receiver läuft. Ja? Also letzten Endes keine große Sache, dass der Receiver es jetzt noch nicht unterstützt. Ich muss einfach nochmal ein extra HDMI-Kabel zum Sony-Fernseher legen. Und wichtig, beim Sony-Fernseher dann auch immer als Input VRR auswählen, denn Stand jetzt kann man nicht VRR und Dolby Vision gleichzeitig darstellen. Allerdings, Dolby Vision zum Beispiel, wenn ich Apple TV habe, einen Film auf Dolby Vision anschauen will, dann ist das eh die App auf dem Fernseher und dann brauche ich Dolby Vision jetzt nicht für irgendein externes Gerät. Genau. Das jetzt erstmal dazu und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal rein an die Sony PlayStation 5. Ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze im Menü ausschaut und was ihr für Einstellungsmöglichkeiten habt. So, ich habe jetzt die Kamera umgedreht. Jetzt habt ihr wieder einen Blick auf die PlayStation und ich kann euch dazu noch ein bisschen was erklären. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es immer in die Kommentare rein. Ich versuche es dann zu beantworten oder teste es einfach für euch und kann euch dann einfach ein Feedback geben.
Also, genau, jetzt sind wir hier im PlayStation 5 Menü. Hier ist Horizon Forbidden West. Hier sieht man zum Beispiel PlayStation 5. Das ist ein PlayStation 5 Game. Ich habe mir auch das Uncharted, das Remastered geholt, weil ich ein großer Uncharted-Fan bin. Aber gut, darum soll es jetzt gar nicht gehen. Wir gehen jetzt erstmal in die Einstellungen rein. Settings. Und ja, ich wurde auch schon mal gefragt, warum habe ich das alles auf Englisch? Macht der Gewohnheit. Ich habe irgendwie mittlerweile alle meine Devices auf Englisch eingestellt und habe mich daran jetzt einfach gewöhnt, dass für mich Deutsch irgendwie dann ungewohnt ist. Ja, deswegen dazu, aber das hat keinen größeren Hintergrund. Gut, also, ihr geht erstmal auf Screen and Video oder halt Bildschirm und Video auf Deutsch. Und dann gibt es hier, kann der die Auflösung einstellen, 4K-Modus und hier VRR. Jetzt steht es bei mir auf Automatik, heißt das Ding ist an. Na, ihr könnt das auch ausschalten, da seht ihr jetzt, der Fernseher fängt schon an, hier kurz das Bild zu wechseln. Ist im Übrigen ein 55 Zoll Fernseher. Ich finde auch in einem Video sieht das immer kleiner aus. Genau. So, jetzt schalten wir das auf Automatik. Und jetzt ein interessantes Feature: Apply to unsupported games. Das heißt auch zum Beispiel Uncharted jetzt, was das ja nicht unbedingt unterstützt, profitiert auch von VRR. Das ist jetzt erst neu von diesem Update. Ja. Dann gibt es noch dieses ALM, das Auto Low Latency Mode. Heißt, soweit ich es verstanden habe, nichts anderes wie, wenn man das einstellt, dann gibt die PlayStation die Info an den Fernseher weiter, dass alle Einstellungen vom Fernseher im Gaming-Mode sind. Das heißt, dass man keine Bildverbesserungen aktiviert hat, weil die können den Input-Lag wieder erhöhen. Wenn man aber VRR anhat, ist sowieso ALM aktiviert. Was heißt es jetzt eigentlich, wenn ihr ALM aktiviert habt, habt ihr weniger Einstellungsmöglichkeiten beim Fernseher in der Setup? Ich kann euch das mal kurz zeigen. Wenn ihr jetzt auf Bildmodus ist Spiel, seht ihr, kann hier schon mal gar nichts einstellen. Bildeinstellung. Und kann auch hier jetzt Lichtsensor und sowas, ist alles ausgegraut. Und das liegt daran, weil ich jetzt ALM aktiviert habe. Der Modus sorgt dafür, dass ihr den geringsten Input-Lag habt. Und das ist in der Regel dann der Fall, wenn ihr natürlich keine Bildverbesserungssachen aktiviert habt, die die CPU vom Fernseher noch unnötig belasten würde. Das nur am Rande. HDR habe ich sowieso jetzt, das ist auch neu bei der PlayStation 5, ist auf Always On. Bei der PlayStation 4 war das nur bei Supported Games oder bei Filmen halt entsprechend. Deep Color habe ich immer aktiviert, RGB Range Automatic, 120 Hz Output. Also der Fernseher hier unterstützt auch 120 Hz. Das heißt, wenn ein Game 120 Hz unterstützt, das sind eher diese Games, die nicht so grafikintensiv sind, kann der Fernseher das auch wiedergeben. Ja? Das sind hier mal die Einstellungsmöglichkeiten. Genau. Und dann würde ich doch sagen, fangen wir direkt an. Vielleicht noch eine Sache. Wie habe ich das jetzt hier eingestellt? Also ihr seht jetzt, hier ist die PlayStation 5. Es geht ein HDMI-Kabel oder hier in dem weißen Strang ist ein HDMI-Kabel vom AV-Receiver zum Fernseher. So, mit der PlayStation 4 oder ohne VRR konnte ich dann die PlayStation 4 an den AV-Receiver anschließen und der AV-Receiver ging das Kabel dann hoch. Und ich kann auch die PlayStation 5 an den AV-Receiver anschließen, dann geht auch nur ein Kabel hoch. Dann funktioniert aber VRR nicht, weil der AV-Receiver das nicht kann. Deswegen seht ihr jetzt hier noch dieses Kabel gerade rumfliegen. Ich habe jetzt noch ein separates Kabel von der PlayStation 5 hoch an den Fernseher. Und der Fernseher trennt dann das Audiosignal, was ja von der PlayStation 5 oder das HDMI-Kabel kommt, und geht dann über das HDMI-Kabel vom Fernseher runter zum AV-Receiver. Also das funktioniert. Ja? Also wenn ihr jetzt hier die Musik hört, das läuft. Ist jetzt die Fernbedienung vom Sony-Fernseher, aber das läuft über dem AV-Receiver. Ich brauche da nichts machen. Wenn ich den Fernseher anmache, geht auch der AV-Receiver an. Ich habe den immer an. Ich höre mit den Sony-Boxen keine Musik, weil das in meinen Ohren schrecklich klingt. Aber gut, das nur am Rande. Und jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir direkt mal Horizon Forbidden West rein. So, schauen wir uns das Ganze jetzt mal nochmal in der Praxis quasi an bei Horizon Forbidden West. Im Übrigen, mein Fernseher hat sich gerade eben einmal neu gestartet. Also man sieht die Technik, auch der Fernseher ist hier scheinbar am absoluten Limit. Weiß nicht, ob das jetzt ein Zufall war, aber okay. Genau. Jetzt gehen wir mal hier rein. Horizon Forbidden West. Ich habe jetzt hier VRR aktiviert, habe es jetzt auch schon angespielt mit den verschiedenen Einstellungen. Man merkt einfach, das Spielerlebnis wirkt flüssiger. Ja. Vor allen Dingen in Situationen, wie gesagt, wo halt viel passiert, wo früher es halt mehr geleckt hat, wirkt das Ganze jetzt flüssiger. Aber ich finde, es ist halt schwierig,
jetzt über den Bildschirm das so zu zeigen. Schaut euch gerne mal die Links unten in der Videobeschreibung an. Was ich euch jetzt hier aber noch mitgeben möchte, sind die verschiedenen Einstellungen. Ich mache hier mal kurz die Musik noch aus. Also, es gab ja jetzt vor kurzem ein Update für Horizon Forbidden West. Und wenn wir jetzt hier mal auf Visual reingehen, haben wir jetzt den Balance-Modus. Das ist ganz interessant, weil wenn man jetzt den Modus hier hat, es gibt den Modus mit der höheren Auflösung, da, also 4K, genau, also volle Auflösung, ne, volle Details und so weiter, aber dafür eine geringere Framerate. Ja, die ist dann nur bei 30 FPS. So, dann hat man den Balance-Modus, der ist jetzt quasi neu. Und es gibt noch, man sieht jetzt, der Bildschirm muss das jedes Mal umstellen, Favor Performance, man hat eine höhere Performance, aber dann hat man, also man hat dann 60 FPS, aber man hat nur 180p. Das sieht einfach nicht so schön aus. Ich kann euch das gerne nachher mal zeigen. Man sieht es jetzt leider nicht aus der Ferne, wenn ich jetzt hier mal hochgehe auf Visual und mache jetzt hier den Resolution-Modus rein. Dann ist die Texturen im Hintergrund viel, viel schärfer. Ja. Was ich euch jetzt noch kurz mitgeben will, aber ist, es gibt jetzt eine neue Einstellung und das ist Balance. Das heißt, dass eben es bei 40 FPS läuft mit annähernd 4K. Ja, das sind dann von 144p. Und das ist eigentlich perfekt. Ihr habt stabile 40 FPS mit VRR. Ja. Also selbst wenn jetzt mal das noch ein bisschen nach unten gehen sollte, über VRR bleibt dann trotzdem das Bild synchron und ihr habt aber auch eine gute Auflösung. Und das Spielerlebnis, auch wenn jetzt erstmal 10, also 30 FPS und 40 nicht viel klingt, macht es aber im Spielerlebnis dennoch einen großen Unterschied. Und die Texturen sind trotzdem im Verhältnis noch relativ scharf. Also und das ist das, was ich jetzt auch so, ich habe hier ein bisschen recherchiert, was die Zukunft wahrscheinlich auch sein wird, weil ja doch auch die neuesten Konsolengenerationen, die 60 FPS oder 120 Hertz nicht mit 4K unterstützen, wird es vermutlich gerade bei so rechenintensiven Spielen wie Horizon Forbidden West mit geiler Grafik darauf hinauslaufen, dass vieles dann mit 40 FPS läuft. Ja? Wenn ihr denn entsprechend auch VR und auch einen guten Fernseher habt. Das wollte ich euch jetzt mal mitgeben. Wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich weiß, es ist eine Thematik, da sind bestimmt auch viele Fragen. Auch für mich ist noch nicht alles geklärt. Schreibt es gerne in die Kommentare rein. Ich versuche es euch zu beantworten oder recherchiere dazu auch nochmal. Oder bringe dazu nochmal ein neues Video dann raus. In diesem Sinne, viel Spaß jetzt, hoffentlich auch dann bald beim Zocken und wir sehen uns im nächsten Video. Macht es gut, bis bald. Ciao.